Heute testen wir Eichhorn Fränkisch Hell. Prost. Tja, ich weiß nicht, wie die das da raus hier reingepresst haben in der Brauerei, das Eichhörnchen, keine Ahnung. Das wäre mal eine gute Frage, aber ich habe es bestellt bei mybier.de. Unter dem Video alles verlinkt. Echt geil, mybier.de. Bin ich Fan von. Grüße gehen raus. So, und? Behalte ich, trinke alleine. Nö, also geht überhaupt nicht. Also, na gut, also, machst du jetzt Protokoll oder was? Ja, ich mach das Protokoll. Was haben wir denn da? Prognose sage ich selber, Minimum. Ist das ein Bier? Das ist ein schönes Sektchen hier. Eichhorn. Eichhörnchen. Wasser, Gerstenmalz, Hopfen. Mann, herrlich. So musst du sehen. Hallo, Eichhorn. Eichhörnchen. Brauerei Eichhorn. Achso, wer kostet, der prostet, oder was? Ah, okay. Fränkisch Hell, na, wie sieht der Karl? Hier steht Karl, guck doch mal. Karl, das Eichhörnchen. Das ist Karl. Fränkisch Hell. Eichhorn, in Klammern Karl. Prognose? Wenigstens Silber. Genau, das hätte ich nämlich auch gedacht. Ja, ist ein Hell, das. Ach so? Fränkisch Hell, was soll das sein? Ach so. Naja, ich weiß ja nicht, wie das in Franken so ist. Franken Hell, wie das Bayern Hell ist. Ich finde Eichhörnchen cool, da kratzt wenigstens einen Punkt. Das Grüne finde ich gar nicht cool, weil irgendwie mag ich Grün nicht mehr. Die Flasche finde ich ist eine schöne Form. Also 2 Punkte würde ich geben für auspacken oder wegpacken. Ich hätte bloß 1 Punkt geben, aber gut, mit 2 komme ich auch klar. Du hast aber bestimmt den 2. Punkt geben, nur weil das Eichhörnchen Karl heißt. Karl, der Karl, das Eichhörnchen. So, Augensucht oder Augenflucht? So, Kippen. Ja, mach da endlich mal. Ich verlusche hier auch, ey. Das ist nicht so heiß. Eigentlich brauchst du ja nicht aufgucken. Eigentlich kannst du das erriechen, erschnuppern. Ertasten. Das könnten wir mal testen. Ertasten. Genau, das testen wir mal. Mhm. Das ist ein bisschen feuchter wie das andere. Das könnte ein Hell sein. Du Schwarzbier, was ist denn das? Ist das wirklich so, ja? Nee, also das ist mir zu lasch. Das ist ja dolle. Oh, ja, stimmt. Da ist ja der Geschmack gleich weg, wa? Das ist ja heftig. Was ist denn das? Deswegen heißt das Eichhorn, weil der Geschmack, der verfliegt einfach viel zu schnell. Ja, das ist so schnell weg, das Eichhörnchen. Ich habe 6 oder 7 Punkte gegeben. Ja, mit 7 Punkten bin ich bei dir. Ich hätte nämlich so gesagt, zwischen 8 und 7. 6 und 7. Ja, der nehmen war 5. Da gibt er 7. Ja, mach ich auch. Habe ich 6 gesagt vorhin. Du hast gesagt zwischen 6 und 7 und ich habe so gedacht zwischen 8 und 7. Ja, dann müssen wir 5 geben. Oder? Nee? Nein, denn du machst ja auch keinen Strich. Spezialpunkte. Ich mach keinen Strich, ich mach einen Kreis. Hab noch nie ein Bier mit einem Eichhörnchen drauf gesehen. Tja. Es ist für. Und da steht auch Karl. Also, wenn das nächste Mal mein Kumpel Karl Geburtstag hat, dann krieg ich ja das Bier geschenkt, ist ganz klar. Also, wenigstens, also 10 Punkte will ich schon geben. Ja, also ich kann jetzt schon mal sagen, für Nicht-Biertrinker ist das ein müdes Einsteigerbier. Wow, oder? Das hört sich immer an, als ob so Drogeneinsteigungen das ist. Ja, also wenn du jetzt anfangen müsst, wenn du jetzt vorhast, Alkoholiker zu werden, dann wäre das richtig Einsteigerbier hier. Willst du Alkoholiker werden, zieh dir das Eichhörnchen rein. Denn Eichhorn. Dann ruf Karl an. Dann nimm dir den Karl und probier mal. Der macht dich zum. Und wenn zuerst nicht schmeckt, ist nicht so schlimm. Nee, zieh einfach erst, trink erst mal eine Kiste. Ist nicht so schlimm. So, das ist ja so geschmacklos mild, dass das kriegst du. Das wird schon. Deutsche Reinheitsgebot, ja. Mhm. Uwe, naja, da ist kein Uwe drin. Ja, denke ich auch. Punkte. Ja.
19 hätte es über, ja. Hat Zenkel nicht verdient. Ich krieg ein Veto ein, weil ich bin ja hier Veto macht. Nee, Bronze gibt es. Tja, so ist es. Ziemlich lecker. Wenn Karl Geburtstag hat, Koffein bitte. Das ist, Alter, das ist die Idee. Auf jeden Fall. Ja, guck mal bei MyBier vorbei, da könnt ihr das bestellen. Das denke ich, ich hab da einen Kumpel, der Karl heißt, denn hier ist extra, steht drauf Karl und Strich zum Eichhörnchen. Schon lustig. So, Endwertung sind wir bei 18 Punkte. Das ist die oberste Bronzeklasse. Mittelklasse, nichts Besonderes, nichts Schlechtes, aber vermutlich Billiges, genau das Richtige für Pflicht und Bekanntschaften. Ein sehr hoch angesetztes Bronzebier mit einer relativ niedrigen Einsteigerhürde, wenn man Bier trinken möchte. Ja, das kann man. Ja, wenn man echter Deutscher werden will, dann muss man erstmal mit dem Karl anfangen. Du, ich hab gleich mit dem Brutaler. Naja, weil du bist ja auch hier geboren. Du hast halt direkt mit dem Sternburger angefangen. Dann trinkst du halt mal einen Frankfurter. Die Rohrperle, genau. Da ging es dann weiter. Was trinkt man denn als nächstes? Naja. Wir wollen ja in der Geschichte jetzt nicht, aber das dauert zu lange. Vielleicht machen wir da mal einen Livestream über Enricos Geschichte. Was kriegst du denn da so? Da ist so alt leer. Nee. Wir könnten ja mal mit Piratenbräu trinken. Wo ist denn das eigentlich? Haben wir jetzt schon getrunken? Ich meine, ja. Ach, hier endlich mal ein Mönchshof hell. Alter, pass auf. Oh Gott, ey. Was ist denn das für ein... Was? Alter, Junge. Ja, Erdbeben hier. Christiane, wo wohnen wir denn hier? Mönchshof Lager. Feines, helles Lager. Also bis dahin unbedingt den Kanal abonnieren, sonst verpasst ihr das geile Video. Liken, teilen, kommentieren. Und ja, der dicke Mönch schreibt sich schon den Bauch, Junge. Das wird interessant. Also bis zum nächsten Mal, haut rein. Warte denn? Ja, ich gehst du mit deinem Lager. Das ist aber kein Kellerbier. Wieso denn Lager? Na, ja, der Budweiser ist auch ein Lager, ist doch gut.